Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Rohstoffe. Wir sprechen heute über seltene Erden. Das sind sehr begehrte Rohstoffe in der Welt, aber sie sind in Wirklichkeit weder selten noch sind sie Erde. Was genau seltene Erden können und sind, das sehen Sie in unserem kleinen Einspieler. Stellen Sie sich einmal vor. Auf den Straßen würden keine Elektroautos fahren. Smartphones gäbe es nicht. Von Laptops brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Heutzutage unvorstellbar, oder? Alle diese Dinge wären ohne einen bestimmten Rohstoff nicht möglich. Seltene Erden. Dabei sind diese gar nicht so selten, wie ihr Name vermuten lässt. Einige von ihnen kommen fast 600 Mal häufiger vor als Gold. Theoretisch gibt es sie überall auf der Erde, doch der Abbau ist nur in wenigen Regionen möglich und auch wirtschaftlich sinnvoll. Deshalb werden seltene Erden derzeit fast ausschließlich in China abgebaut. Insgesamt gibt es 17 verschiedene seltene Erden. Die größte Bedeutung für die Industrie haben Neodym, Latan, Samarium, Europium und Gadolinium. Allen gemeinsam ist, dass sie relativ weiche Metalle sind, silbern glänzen und an der Luft leicht anlaufen. Häufig wird eine Mischung aus seltenen Erden für Nickel-Hybrid-Batterien verwendet. Diese sollen langfristig die Nickel-Cadmium-Batterien bei der Stromversorgung von tragbaren elektronischen Geräten ersetzen. Seltene Erden werden außerdem als Leuchtmittel für Plasma- und LCD-Bildschirme verwendet und als Dauermagneten in Elektromotoren und in Generatoren von Windkraftanlagen eingesetzt. Auch in der Keramik- und Glasproduktion dienen seltene Erden als Zusätze. Glashersteller wie Schott oder Zeiss wären ohne sie quasi nicht arbeitsfähig. Ja, nicht arbeitsfähig wären wohl viele Bereiche, viele Geräte, viele Industrien. Über Praxis und Anwendung, Bedeutung von seltenen Erden spreche ich heute mit Thomas Grob von Tradium. Schönen guten Tag, Herr Grob. Schönen guten Tag, Frau Erd. Herr Grob, erklären Sie doch mal, was genau sind seltene Erden? Seltene Erden ist eine Gruppe von Metallen, die sich im Periodensystem der Elemente wiederfinden. Und seltene Erden waren gerade in der Konferenz seltene Erden Thema. Da war die Stimmung recht verhalten, denn es ist nicht mehr so, wie die Lage mal war. So gefragt wie seltene Erden wie vor 3, 4, 5 Jahren sind die nicht mehr. Warum? Gefragt sind sie natürlich noch immer und ich glaube, die Nachfrage ist auch weiterhin steigend. Nur muss man natürlich sehen, dass die Versorgungssituation heute eine ganz andere ist. Inwiefern? Wir haben zwischenzeitlich zwei neue Minengesellschaften hinzubekommen, die Material seit ungefähr einem Jahr in den Markt liefern. Zudem gibt es in China eben einen enormen Raubbau. Dort wird also sehr viel illegal abgebaut und dem Markt zugeführt. Und solange diese Situation anhält, reden wir eben halt nicht mehr über Engpässe. Das hat auch die Preise in den letzten 3 Jahren extrem gedrückt. Wenn wir mal gucken, Neodym, was man zur Herstellung von Magneten braucht, von 500 auf 100 Dollar pro Kilo. Seltene Erden sind, wie Sie schon sagten, demnach gar nicht so selten. Wo werden die denn noch abgebaut und warum? Abgebaut werden sie heute vorwiegend in China. Dort gibt es sehr, sehr viele Lagerstätten, die man seit 30, 40 Jahren dort beackert. Es gibt aber eben halt auch zwischenzeitlich im Westen, und zwar Australien und in den USA, Lagerstätten, wo man Material abbaut. Die Chinesen wollten ja eigentlich den Markt kontrollieren und damit auch Einfluss auf die Preise nehmen. Das hat so nicht ganz geklappt. Warum? Na gut, zunächst hat es ja funktioniert. Ob das so gewollt war in dieser Form oder auch nicht. Fakt ist, im Jahr 2010 hat man die Exportquoten massiv beschnitten und daraufhin sind eben die Importeure ziemlich nervös geworden und haben eben gekauft, was sie kriegen konnten. Es kam hinzu eine politische Krise mit Japan und das hat eben das Ganze weiter forciert, bis eben Mitte 2011 man erkannt hat, man kann auch substituieren hier und da. Und die Preise fingen eben wieder an zu fallen. Aber natürlich auch, was damals passiert ist, der illegale Abbau hat eben enorme Größenordnungen angenommen. Und das hat natürlich eben auch dafür gesorgt, mehr Material im Markt, Preise gehen zurück. Sie haben die Substitute schon angesprochen. Was sind das für Alternativen zu den seltenen Erden? Und wo können diese Alternativen überhaupt eingesetzt werden? Es klappt ja vielleicht nicht in jedem Bereich, zum Beispiel nicht in Hochtechnologiebereichen, oder?
Ist vollkommen richtig. Ich meine, man versucht zum einen, Prozesse zu optimieren, weniger diese Elemente einzusetzen. Man versucht natürlich auch, sie komplett zu ersetzen, aber das geht nicht überall. Man nehme zum Beispiel den Autoabgaskatalysator, der wird ohne nicht funktionieren. Und der Kostenfaktor in einem solchen Teil ist eben nicht wirklich sehr hoch. Also das sind die Bemühungen, diese Stoffe heraus zu designen, die sind nicht wirklich groß. Das mag durchaus anders sein in Anwendungen wie in der Glasindustrie etc. Dort hat man also durchaus erfolgreich es geschafft, diese Stoffe zu vermeiden. Aber überall dort, wo man über Hightech spricht, ist es nicht möglich und wenn mit Einschränkungen, zum Beispiel zulasten der Performance. Also gibt es Bereiche, wo man Ersatz hat oder Alternativen hat. Ist das ein Grund, warum die Preise in den letzten 3 Jahren so gesunken sind? Das ist mit Sicherheit ein Grund, aber wie gesagt, nochmal, also auch einfach der illegale Abbau, der ohne den heute schon eine Unterversorgung vorherrschen würde, das muss man ganz klar sagen. Welchen Stellenwert haben denn angesichts der Substitute die seltenen Erden heute überhaupt noch? Und wenn es doch so viele Bereiche gibt, wo man Substitute einsetzen kann, lohnt sich dann der teure Abbau, zumal auch der illegale Handel den Interessen noch entgegensteht? Ja, das ist im Moment ein Kräftemessen. Es wird sich sicherlich lohnen, davon bin ich überzeugt. Ich meine, wir gehen heute davon aus, dass viele Produzenten nicht mehr kostendeckend arbeiten. Und das ist eine Situation, die wird sicherlich nicht dauerhaft so sein. Welche Zukunftsaussichten haben denn die seltenen Erden dann überhaupt? Wir gehen davon aus, dass sie weiterhin eine sehr wichtige Rolle einnehmen für sehr viele Produkte. Und entsprechend sehen wir die Preise auch kurz oder lang wieder auf dem steigenden Ast. Man muss natürlich differenzieren. Es gibt 17 verschiedene Elemente und nicht alle werden natürlich gleich viel benötigt und sind gleich wichtig für die verschiedenen Anwendungen. Und da muss man natürlich eben halt sehr genau hinschauen. Mit welchen Preissteigerungen kann man denn da und auf welchen Zeitraum rechnen? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wenn Preise hochgehen, dann steigen natürlich auch wieder die Anreize für neue Explorationsvorkommen. Das muss man ganz klar sehen. Aber grundsätzlich sehen wir durchaus das Potenzial, dass die Preise in den nächsten paar Jahren sich wieder verdoppeln. Ja, das ist sicherlich nicht auszuschließen. Auch wenn die Industrie das nicht mag, ist klar. Ich meine, man versucht natürlich dort immer die Kosten niedrig zu halten und man propagiert auch mit einem gewissen Kostenniveau, dass es zu halten gilt, ohne dieses man eben halt einfach gezwungen sei, nach Alternativen zu suchen. Aber das ist immer alles mit Vorsicht zu genießen. Wie kann denn jetzt ein Anleger, so er denn möchte, in seltene Erden investieren? Wir als Dradium haben Möglichkeiten geschaffen, dass Kunden Rohstoffe bei uns im Zolllager einlagern und dadurch einfach frei von Mehrwertsteuer auf diese Anlageklasse setzen können. Das sind dann eben halt Materialien, die lagerstabil sind, sodass man diese durchaus auch 10, 20 Jahre liegen lassen kann. Wie funktioniert das? Ja, wir empfehlen grundsätzlich nur solche Stoffe zu kaufen, die eben halt von unabhängigen Dritten als knapp angesehen werden für die nächsten Jahre. Und dann wendet man sich eben halt an die Firma Dradium und wir stellen dann einfach ein Angebot dem Kunden zurecht und dann obliegt es ihm eben zu entscheiden, wie er sich positionieren will. Und jetzt verraten Sie uns noch zum guten Schluss, welche seltenen Erden das wären? Ja, man spricht heute davon, dass es die sogenannten Magnetmetalle sind. Man hat bis vor 1-2 Jahren noch unterschieden zwischen leicht und schwer. Und schwer sei eigentlich das, wo Engpässe zu befürchten seien. Inzwischen hat sich das ein bisschen verschoben, weil einfach die Magnetindustrie der treibende Bereich ist für seltene Erden. Hier rechnet man mit Wachstumsraten von jährlich bis zu 10%. Und da werden halt Elemente wie Dysprosium, Neodym, Praseodym, vielleicht auch Terbium im Schwerpunkt benötigt. Herr Grob, haben Sie ganz vielen Dank. Dankeschön.
Liebe Zuschauer, mittelfristig, Sie haben es gehört, sehen wir vielleicht einen Preisanstieg bei den seltenen Erden und sie sind auch für den Anleger handelbar bzw. erwerbbar. Das Ganze bei uns nochmal zum Nachschauen auf daf.fm. Ich sage danke, dass Sie bei uns dabei waren.